Es ist schon Nachmittag. Wir brauchen nur zweimal Wild. So, bitteschön. Ich werde an der Hütte da ein bisschen was werken. Ja, ja. Schon mal ein bisschen verstärken vielleicht und die Säulen anfangen. So, ich bin unterwegs. Und ein paar Spikes anbringen. Oh. Diese Dachschräge. Mm. Fuck Ding. Ah, die kommt da eh weg. Mm. Es regnet. Jo. Gut, ich laufe einmal. Ja. Ah, irgendwann habe ich einen Beinbruch darunter. Eine 50er Steinaxt, jawohl. Das schlägt sich gleich anders. Das ändert sich gleich. So, den nehme ich auch gleich im Angriff. Sehr schön. Gut. Leder. Leder. Sehr. Wir haben dann, glaube ich, genug für den Bellow. Sehr schön. Oder? Warte mal, 12. Na, 2, 3 fehlen noch. Aber das soll nicht das Thema sein. Ne? So, dann brauche ich noch ein paar Dingen. Zehn Stück. Kaufen. Und die Spike. Okay, da werde ich auch noch ziehen. Ist nicht viel, aber ja, ein paar. Ne? Hallo Zombie. Nett, toll. Ich habe die volle Freude über Zombies. Vor allem, wir haben so wenig davon. Mhm. Ich werde die Stiege da, die beiden abbauen und schon Spikes hinpflanzen, gell? Jawohl. Was nicht schlecht ist, wir haben in der Nähe einen Händler. Mhm. Der ist wirklich nicht weit weg. So, ein Stück laufen wir, dass wir von dem wieder. Also, wenn du jetzt rein willst, musst du schon über Spikes springen. Wie? Was? Achso, drüber bauen. Ja. Du, ich habe aber nicht viele Woodframes. 3? Ja, aber. Okay. So, drüber so raus, das da. Dann legen wir das Messer raus. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Wetter. Ein lautiges Jagdglück haben wird. Jetzt haben wir mehr Ruhe da. Okay, das ist relativ hoch, das macht ja dann nichts. Das Vordach will man aber lassen. Okay. So, wo sind denn noch Löcher in der Hütte? Die ist ja abbauen. Kann ich mal den Tisch, den brauchen wir da nicht. Und was jetzt rauskommt. Okay, ich fange mit dem Zeug an. Das ist viel besser. Ja, sagt er mir, wir sind ja komplett offen. Ja, die haben sie ja bei einer Wand haben sie sich schon mal durchgerettet und dann bei der Tür raus tun und uns auch die Tür gefehlt. Mhm. Wollen wir das? Nein.
So. 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 Gut. Da stellen wir trotzdem einen Kleiner rein. So, und bringen Säulen, genau, Säulen, das Thema. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Was, ich hab kein Holz? Nicht. Ach. Gut. Dann eben nicht. So. Ah ja, die Fackeln könnte ich anbringen. Dann machen wir einen Scrap hier mit der Axt. So, Fackeln. So. Sehr schön. Wir haben Licht. Mehr Licht, sagen wir mal so. Hast du Fackeln gemacht? Sehr cool. So, ich will da jetzt mal raus. Aufs Dach. Fuck! Nein! Wo bist du? Scheiß Hund! Wirklich? Ja. Boah, Gott sei Dank ist der hängen geblieben. Boah, der war schon direkt neben mir. Ich lauf. Wolf oder Hund? Hund. Zombie-Hund. Ach du Kacke. Okay. Ist er noch hinter dir her? Ich nehme mal an. Ich drehe mich nicht um. Ist okay. Ich versuche eine Brücke zu bauen, gell? So, ich laufe da mal durch die Dickicht, vielleicht bleibt da noch wo hängen. Wow, hab ich jetzt ein Glück gehabt. Ich komm da nicht durch. Scheiße, ich glaube, der ist nicht mehr hinter mir. Das ist ja da jetzt kacke. Bau dich rauf. Bin mir nicht sicher, ob ich den abhänge. Wenn ich es selbst überhaupt schaffe. Ich habe dir eine Brücke gebaut. Ich komme da nicht. So, ich sehe schon das Haus. Ja, ich komme da nicht drauf. Fuck, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, ich habe ihn abgehängt. Wow. Gut, dann würde ich mir sagen, du kommst nach Haus. Scheiße, war das knapp. Wenn du noch ein bisschen Futter hast? Nichts, ich habe leider nichts mehr gefunden. Durch den Regen ist okay. Sehe so schlecht da. Das, sobald du in die Ferne schaust, das schaut alles so gleich aus. Ah, da ringt es nicht. Ah, es wird gerade schön. Okay. Warum schwirrt da im Niemandsland ein Hund herum? War in der Nähe eine Scheune? Gar nichts, nichts. Okay. Der Händler ist aber auch ein Stück weg. Das wäre sehr fies, wenn sie das jetzt so gemacht haben, dass er unter einem Händler. Schon. Der Alpha 15 war eigentlich rund um ein Händler nie was los, so richtig. Normale Zombies vielleicht. Aus dem Schneebium. Ja, aber die haben auch wir mit hingezogen. Okay. So, schauen wir mal, halten wir mal Ausschau, wo der Anduin ist. Naja, nachdem es gerade schön geworden ist, versuche ich, ob ich nicht doch noch irgendwo einen finde. Hier schon, okay. Gehen in die andere Richtung, nicht Richtung. Dann gehe ich besser rein und baue mal die Brücke ab.
was ich dir gemacht habe. Okay. Oder ich lasse sie stehen und baue nur von da oben weg ab. Dass man nicht gleich raufkommt. Bitte. So. Wow, die Stadt ist riesig. Ich werde dann mal die Aussicht genießen. Wow. Das ist cool mit dem See. So, das doch nehmen wir da auch weg. Bringt Holz. Wo ist er? Okay, und das, die Stadt im Südosten, ist der Mittelpunkt der Map? Ja. Okay. Na, da haben wir ja ein nettes Plätzchen. Die mitteste Mitte. Die Frage ist halt, wo wir dann wirklich bauen. Ja, vorläufig jetzt einmal bleiben wir auf alle Fälle da. Mindestens einmal über Tag 7 hinaus, ne? Stimmt. Und ja, dann werden wir schauen, wo wir unser eigenes. Na, bis dorthin müssen wir uns Kill nur ein wenig in die Höhe bringen. Wir werden apropos die Stadt durchlupen. Kill, ich schau mal gleich. Ah, ich hab. Glaube ich, 0 Punkte. Okay. Ganz mit dem. Kann doch nicht wahr sein, dass man aber überhaupt nichts. Armor Crafting. So ein kleines, zartes Hirschlein. Ich habe in Armor Crafting investiert. Okay. Und in den Survivor. Na, das, ich übertrage. Ja, Survivor und Camel solltest. Sollte ich, oder? Okay, gut, Punkte verbraucht. Aha, jetzt bin ich gejagt, super. Ja, es wird schon etwas dunkler, ich denke. Okay. So. Ach ja. Oh, Kaktus. Nimm Kaktusfrüchte mit, wenn mach du. Ich grad. Ah, sehr fein. Sehr fein, sehr fein. Gut. Ah, die Hütte ist in Handumdrehen restauriert. So, da haben wir auch noch einen Kaktus, den nehmen wir auch noch mit. So, spätestens 20 Uhr müssen wir sie retour. Den Weg retour machen. Jetzt schauen wir, dass wir da noch einiges mitnehmen. Und ich glaube, wir werden sie von da auch in Klee holen. Den Clay. Ja, ja, da habe ich noch keinen geschaufelt. Das sieht man sehr schön aus. Okay. Da in der Savanne. Also Savanne, aber das, was da mit dem morschen Gras da und mit diesen komischen vertrockneten. So, er fehlt mir nicht. Was das Akazien oder was soll das sein? Das ist so okay. Wir haben einen kleinen Dachvorsprung. Der hält das beides, glaube ich, schön ab. Cool. Gefällt mir die Hütte. Perfekt wäre ja, wenn ich da jetzt nur irgendwo einen Hirsch sehen würde. Hirsch. Ich bekomme Hunger. Schau mal, selbst sind wir versteckt. Habe ich noch genug Steine? Ja, aber habe ich noch, das passt.
Ah, ich könnte dir den Raubfang, den Windschiefen abbauen, den braucht kein Schwein. Kaktusfrüchte kann man ja essen, gell? Weil die Yucca-Fruit ist das, wo du das Getränk machst, ne? Mhm. Kaktusfrüchte sollte man essen können. Genau. Sehr schön. So, komm. Steil, steil, steil. Okay, wo ist er? Da drüben in der Richtung. Gut, am nächsten Tag gehe ich wieder raus. Bringt der Stein? Ja. So. Das dauert ewig. Na gut. Na gut, okay. Aber ein paar Steinchen bringt's auch. So, da haben wir noch einen Kaktus. Bist du weit gelaufen? Um eine 50er Axt ist durch. Kacke. Kannst du das Repair? Zerlegen und eine neue. Hätte da einige mehr machen sollen, aber dann geht nichts ins Inventar. Da geht's steil bergab. Wenn wir schon keinen Hirsch finden, dann haben wir jetzt zumindest einige Früchte. Okay. Hast du dir weh getan oder so? Nein. Ich verletzt. Ah! Ah! Was war das? Scheiße! Ein Bär? Ah! Himmel! Ah, schon Zwirn. Ah, geh! Leck mich! Ist er noch immer hinter dir her? Ich schau gerade, ob er mir folgt ins Mischwaldbiom. Das ist auch interessant, ob der dann ablässt von einem. Sackratte. Da fliegt er. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich will den Mais. Lauf, lauf, Anduin, lauf. Wo? Da kommt er. Das gibt's ja nicht, oder? Bist du weg? Alter, das ist. Folgt das er ist dir? Ein Zombie-Geier. Folgt er dir? Ja, ja. Ah, oh, er hat mich infiziert. Das kann jetzt nicht sein. Mistvieh. Achso. Das Einzige. Der kommt noch immer. Ah, das ist wahrscheinlich statt den Wespen das Teil. Ich schaue in deine Richtung. Da steht auch ein Zombie. Na, jetzt ist er, glaube ich, retour. Okay, sonst hätte ich auf ihn geschossen, wenn du gekommen wärst. So. Ja, ist der Link. Der Link Zombie-Leichen. Ich Idiot. Hab's einfach abgebaut. Warum liegt. Was denn? Wo liegen da Zombie-Leichen?
Oder überhaupt halt Leichen. Ja, wie die Zombie-Karte auf alle Fälle. Okay. Mhm. Ich hab's nicht gesehen. Was dann? Busch-Zombie. Busch-Zombie? Mhm. Krabbelt im Busch herum, so oben also. Drauf. Naja, dann. Dreht sich im Kreis. So, ich bin retour. Aber mit Virus im Gepäck. Okay, ich glaube, wir haben leider kein Heilmittel. Ja, ich weiß. Ja, kein Problem. Naja, schon ein Problem. Nein. Warum? Wir haben sowieso noch nicht ausreichend Nahrungsmittel. Also. Das heißt, du gibst dich dem hin? Ja, ich werde mal vorläufig in der nächsten Zeit jetzt nichts essen. Okay. Also, sinnfrei wäre. So, ich räume mal mit Zeug rein. Achso, soll ich da abbauen? Wo bist denn du eigentlich? Am Dach. Am Dach, okay. Dann nehme ich da mal die zwei weg. Und räume da mal alles ein, was ich so mit habe. Bin jetzt doch schneller retour. Als geglaubt. Als erwünscht. Wo haben wir? Also Brot haben wir noch keines, okay. Wie gesagt, da sind die Kaktusfrüchte. Ah, das ist jetzt auch Yucca-Frucht. Yucca-Frucht. Aber okay, die kann man glaube ich trotzdem essen. Man kann entweder den Yucca-Juice machen oder so essen, glaube ich. Okay, Gläser hätten wir ja. Naja, momentan ist Essen, glaube ich, wichtiger. Ja, habe ich da noch. Jede Menge Goldenrod. So, dann schmeißen wir das da mal gleich zum Abkochen rein. Okay. Gut. So, dann schauen wir mal, was mir ist aufgefallen. Es gibt jetzt mehrere Antibiotika. Okay. Genau. Das Natürliche gibt es jetzt auch. Was ist das? Ja, da schaue ich gerade. Flasche Wasser, Nitratpulver hätten wir, Chrysanthemum haben wir. Ja. Pilze haben wir und Heidelbeeren bräuchte. Heidelbeeren? Und wir haben natürlich nicht die Heidelbeeren, sondern die Snowberries. Wir haben eine Heidelbeersaat. Okay, das wird aber noch nichts bringen, gell? Okay, wenn man es in der Chemiestation macht, braucht man nur zwei Heidelbeeren, beim Natürlichen braucht man drei Pilze und fünf Heidelbeeren. Okay, ja gut, das schaffen wir noch nicht. Also, wenn ich nicht Honig finde oder Antibiotika, dann war es das. So. Gut, ich werde das abgekochte Wasser werde ich da reingeben. Und die Dosen. Es macht keinen Sinn, dass ich mir da jetzt irgendwas nehme. Für was brauchen wir Kohle? Zum Anheizen der Forge oder können wir das schon mal einfach ins Feuer geben? Das Lagerfeuer. So, jetzt heißt. Na, wir brauchen es für Schwarzpulver. Ah, ja, genau. Okay. Gut, kommst du? Also ja. Du bist ja hier. Ich bin am Dach. Du bist ja hier oben, genau. Ja, was kann ich da mithelfen? Das Dach abbauen, oder? Ja, genau, von oben weg. Ja. Gut. War meine Ansage, oder? Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet wieder ein bei 7 Days to Die, mittlerweile in der Staffel 4. 4? Ja, ich glaube. In der Staffel 4 und ja, seid dabei.
wenn wir da weitermachen, ich glaube, die Tibra hat hier vorher überlegt gerade, warum wir das machen, und bin gerade drauf gekommen, das soll der Dachgarten werden, jetzt einmal provisorisch, ein genau. kleiner. Und wir werden dann die nächsten Tage damit verbringen, weiter zu looten, zu jagen, die genau. Tibra aufzubauen, und bis dahin, ciao, ciao und happy gaming. Ciao.